Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu dem kleinen Silvester-Spezialvideo, was ich denke mal am 1. oder 2. Januar veröffentlichen werde. Ich werde heute euch über meinen Silvester mitnehmen. Also ich mache immer jetzt in Etappen, werde ich aufnehmen. Wir haben jetzt gemeinsam gefrühstückt. Wir haben auch schon angefangen zu schmücken. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen, wie wir das jetzt, die erste Etappe, ja, überall hier so Klimbim dran. Kind und Frau steht drauf. Ja, selbst meine Totenköpfe haben sie da mit so einem Zeug. Das ist die erste Etappe. Ja, auch hier den Silvesterbaum, wie meine Frau ihn nennt. Also Weihnachtsbaum zum Silvesterbaum gemacht. Ja, und jetzt werden wir hier den Tisch leer räumen, hier rüber räumen, den hier hinräumen und Raclette aufbauen und so. Und ich bin noch fleißig am Videos bearbeiten, rendern nebenbei vom Autoradio und von der Ballluftpumpe und sowas alles. Das kommt dann alles im neuen Jahr online. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Etappe, wenn wir hier so ein bisschen umgeräumt haben. Wir müssen erstmal gucken, wie wir das überhaupt hinräumen. Wir haben da ein paar Ideen und das wollen wir jetzt austesten. Dann werde ich euch das natürlich zeigen, dann werde ich euch Raclette zeigen und was wir gemacht haben. Ich habe ein paar Rezepte schon mir aufgeschrieben und so. Die kann ich euch sagen, was wir da gemacht haben, beziehungsweise meine Frau kann euch sagen, was die gemacht hat. Die werdet ihr aber nicht sehen, die mag es nicht gesehen zu werden, die mag es nur, wenn man sie hört. Ja, und bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden und wir sehen uns gleich im nächsten Take, wenn wir hier so ein bisschen umgebaut haben. So, Leute, da bin ich auch schon wieder mit dem nächsten Zwischenbericht. Wir haben jetzt hier aufgebaut, na, nicht alles, also da kommt noch einiges dazu. Da ist jetzt erstmal noch Alufolie drüber, das filme ich nachher noch, wenn die Alufolie weg ist, kommt, Schatz, die bringt ja hier in einer Tour noch irgendwelche Zeug ran. Tisch haben wir aufgebaut, ja, der Laptop muss leider noch da sein, weil ich immer noch am Videos rendern bin, weil das Autoradio-Video zum dritten Mal abgebrochen wurde. Jetzt habe ich den Laptop neu gestartet und mir Hoffnung, dass es jetzt funktioniert, dass ich das Video auch dann online schalten kann. Fernseher läuft hoch mit irgendwas in Schwarz-Weiß. Ja, es gibt ja nicht mehr richtig Comedy. Also so Sketche wie früher, so das ist jetzt nur noch mal Comedy, so Mario Bart-mäßig. Aber so richtig mit irgendwelchen Szenen nachspielen oder so gibt es leider nicht mehr. So richtige Sketche. Da könntet... Ja, da müsstet mal langsam mal wieder was Neues geben. Ich habe jetzt schon durchgeschalten, also die Öffentlich-Rechtlichen kannst du ja vergessen. Da kommen ja olle Kamellen, die nicht mal lustig sind. Blah. Also werde ich gleich meine Festplatte anschmeißen. Ich habe ja meine DVD-Sammlung auf Festplatte gezogen, weil ich habe jetzt nicht, bin am Keller nicht an die DVD-Sammlung gekommen, mit meiner Heinz-Rühmann-Reihe. Dann gibt es heute noch die Feuerzangenbowle, Dinner for One und Ekel-Alfred natürlich, Alfred Tetzlaff. Und mal gucken, vielleicht kommt ja denn doch noch mal was Schönes, was Vernünftiges. Und die privaten Sender kannst du auch vergessen, da kommt nur Verdummung, irgendwelche komischen Filme und blah. Aber so richtig schön, so Silvester gibt es leider nicht mehr. So, mal gucken, vielleicht finde ich ja noch was Schönes. Ich mache jetzt hier auch erstmal einen Cut. Wir sehen uns gleich, wenn der Tisch noch voller ist. Und nachher natürlich, wenn der Raclette denn an ist und so, dann übergebe ich das Mikrofon an meine Frau und dann erzählt die euch, was wir da hier überhaupt alle gemacht haben, weil ich sehe da nicht durch. So, dann bin ich jetzt erstmal weg und wir sehen uns gleich. Einen wunderschönen, und da sind wir auch wieder zurück. Aufgebaut ist auch. Raclette ist. Also so sieht es aus. Wir haben den großen Tisch jetzt genommen, um von da aus zuzugeben. Und dann halt hier unser Raclette. Da sitze ich, da sitzt meine Frau, da sitzt meine Tochter. Laptop ist leider immer noch aufgebaut, weil ich immer noch am Rendern von dem Autoradio-Video von gestern bin, weil andauernd abgebrochen wurde. Irgendwas war nicht okay. Jetzt habe ich den Laptop neu gestartet. Jetzt hoffe ich, dass es jetzt vernünftig funktioniert, weil ich muss noch zwei andere Videos machen, damit ihr im neuen Jahr gleich was zu sehen bekommt. Und das Video muss ich morgen früh dann auch noch rendern. Ja, soweit sind wir jetzt fertig. Jetzt wird gleich gegessen. Meine Frau hat hier, oh, wartet mal. So, gehen wir mal durch, dass ihr auch sehen könnt, was es da alle gibt. So, also wir haben erstmal da, haben wir Käsesorten. Dann haben wir da noch Brot.
Dann hat sie hier Nudelsalat gemacht. Gurken und Tomate. Also das ist nicht meins. Das ist, ich zeige euch alles und dann sage ich euch später, was für mich ist, weil das ist mir zu gesund. Gurkensalat will ich mal kosten. Da ist Fleischsalat und mit Gurken und so verziert und darunter ist Ei. Den seht ihr jetzt nicht, aber da ist eigentlich Ei drunter. Dann Bacon, Schinkenröllchen. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich lasse mich überraschen. Buletten. Einmal mit Tomate, einmal mit Käse. Ich werde nur die mit Käse essen. Tomate ist nicht meins. Das sind auch selbstgemachte Buletten, also keine Fertigen oder so von meiner Frau. Total lecker. Würstchen geschnitten für ein Raclette. Garnelen. So, wo haben wir noch? Das weiß ich. Achso, das ist das eingelegte Fleisch. Also einmal hier, so mit Rot. Nochmal mit Rot. Nochmal mit Rot. Und Bratwurst. Also eins ist davon Pute, eins ist Schwein und eins ist Rind. Ich weiß aber nicht was. Das kann euch meine Frau gleich erklären und mit was sie das auch eingelegt hat. Dann ist immer die Sonne, keine Ahnung. Dann sind noch mehr Buletten übrigens. Weil wir haben 1,5 Kilo Jagdet gehabt. Kartoffeln, also Pellkartoffeln haben wir gemacht für mich. Dann verschiedene Soßen. Ich habe auch keine Ahnung, was ist und warum das ist, das, was es ist. Ach so, und da haben wir noch Feta und glaube ich, und ja. Und dann würde ich sagen, dann wartet jetzt erstmal, dann hole ich jetzt meine Frau. Ich filme das hier und meine Frau quatscht, die möchte aber nicht auf Video drauf sein. Also mache ich erstmal kurz einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. So, und nochmal den Tisch mit den ganzen leckeren Gaben. Meine Frau erklärt euch jetzt, was ist. Das ist... Das ist Nudelsalat mit Paprika und Lauchzwiebeln. So, da habe ich gesagt, da sind Eier drunter. Ja, das ist ja, sozusagen Eier in Mayonnaise, beziehungsweise Eier unter Fleischsalatdecke, ein bisschen verziert. So, die Schinkenröllchen, deine berühmten, hattest du gesagt? Ja, die sind mit Eiersalat gefüllt, die oberen und die unteren mit Käsesalat. Sieht aber ein bisschen wenig aus. Guck dir mal den ganzen Tisch an. Ja, aber die Röllchen, wenn mir die schmecken, dann gepasst, dann habe ich, ja. Ich kann ja neue machen. Bacon ist Bacon. Ja. Selbstgemachte Buletten. Richtig. Nochmal Buletten mit Tomate und Käse, verschiedene. Ja. Richtig, Spießchen. Ja, dann Spießchen, ja, da sind Zahnstocher drin. So, dann Wurst, Garnelen. Ja. Da sind aber welche hell und welche dunkel. Ja, die oberen sind mit Kräuter mariniert und die unteren sind mit Paprikamarinade. So, dann haben wir da Kartoffeln für mich, Pellkartoffeln. Richtig. Die heißt, was haben wir da für Kartoffeln gekauft? Drillinge. Drillinge. Hm, sind Drillinge. Also heißen Drillinge, sind aber keine Drillinge, sind einzelne Kartoffeln. Ja, weil sie klein sind. So, dann da oben die Beensoßen, was sind das für Soßen? Ja, also die linke Soße, das ist eine Feta-Tomaten-Dip mit Knoblauch. Und der daneben ist aus Frischkäse und Creme fraiche, auch ein bisschen mit Schnittlauch verfeinert und Salz und Pfeffer. Okay. Und das mit Gurke und Rotzeug? Ja, das ist einfach nur ein Salat als Beilage. Also nicht für mich gut. Mhm. Die obere Schale mit dem, mit gelb-blaue Schale, dann, was ist da drin? Ja, Fleisch mit? Das ist Hähnchenfleisch mit Paprika-Zwiebelmarinade. Und das da drunter, das ist Schweinefleisch, auch mit einer Paprikamarinade, aber ich habe keine Ahnung mehr, was ich da reingetan habe. Und das dunkle? Das ist Rindfleisch mariniert in Rotwein und Sojasauce. Sieht aber sehr dunkel aus. Ja, durch den Rotwein. Okay. Hm? Und da sind dann nochmal... Bratwürstchen. So, da ist Feta, habe ich gesagt? Nee. Nein, das ist Mozzarella. Mozzarella, Käse, ja. Hm. So, und da haben wir dann Scheibenkäse und... Butterkäse ist das. Butterkäse. Kleingeschnitten. Und da hinten halt dann noch Brot. Oh, richtig. So, Schatzi. Genau, bleib hinter mir, Schatzi. So, jetzt hat meine Frau euch den Ohr erklärt. So, dann machen wir jetzt erstmal hier einen Cut. Wir werden jetzt anfangen zu essen. Und dann mache ich nachher nochmal eine Aufnahme. So Leute, da bin ich auch schon wieder. Wir haben jetzt alles weggeräumt. Schon vorhin. Ich bin richtig vollgefressen. Wir machen aber nochmal. Und da werde ich nochmal ordentlich was essen. Aber jetzt ist erstmal meine Tochter ins Bett gegangen. Weil ihr seht, es ist draußen schon dunkel und ja, die muss halt was vorschlafen. Die ist ja auch noch klein. Die machen wir dann nachher wach. So 22 noch was, kurz vor 23 Uhr. Das war noch vorher, bereiten Schatzi und ich das Raclette vor. Dann essen wir nochmal für eine halbe Stunde. Machen uns fertig. Nehmen die Böller und so und gehen dann runter.
Die knallen draußen schon, die Katzen sind auch, da seht ihr, da liegt Lucky, der ist auch schon ganz schön durch den Wind. Wir haben jetzt schon die Feuerzangenbowle geguckt, habe ich ja auf DVD, ich habe mir die Collection damals gekauft. Ein Herz und eine Seele haben wir geguckt, das habe ich auch, das läuft auch gleich nochmal im Fernsehen. Und jetzt gucken wir noch Dinner for One, dann natürlich nochmal Ekel Alfred. Und gucken, ob ein bisschen Comedy, was vernünftig im Fernsehen kommt, weil irgendwie kommt ja nur irgendwie heute irgendwie komische Scheiße. Also weiß ich nicht, also kamen die letzten Jahre ein bisschen was Besseres. Ja, dann mache ich hier erstmal einen Cut und wir sehen uns nachher gleich nochmal wieder. Einen wunderschönen und da bin ich auch schon wieder. Ja, mittlerweile ist es 23.05 Uhr oder 6. Ich habe jetzt meine Tochter wach gemacht, damit sie rechtzeitig wach ist, falls sie jetzt noch was essen will. Und ja, ist auch noch ein bisschen was da. Also nicht mehr allzu viel. Das ist von dem ganzen Zeug noch übrig geblieben. Ich habe halt gut gegessen. Mein Raclette sieht dementsprechend, ja, das durch die Soße vom Fleisch. Also den müssen wir morgen schrubben. Der sieht richtig gut aus. Ich habe auch gerade schon einen Livestream geplant, wo ich dann nachher, also ich habe auf 0 Uhr geplant, aber wir werden ja um 0 Uhr, kurz vor 0 Uhr runtergehen. Ne, kurz nach 0 Uhr erstmal anstoßen und so und genau. Wenn wir runtergehen und böllern, weil Schatzi hat Raketen geholt und irgend so Batterienzeug halt. Und dann, wenn wir wieder oben sind, geht meine Tochter ins Bett. Schatzi macht sich Bett fertig und in der Zeit mache ich dann kurz einen Livestream, um allen natürlich ein frohes, gesundes neues Jahr zu wünschen. Ja, dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Wie gesagt, wir nähern uns 0 Uhr, wir haben es bald geschafft. Wir gucken jetzt gerade Mr. Bean. Wir haben dann nach langem Suchen auch mal halbwegs was Vernünftiges im Fernsehen gefunden. Es war aber schwer. So, und dann würde ich jetzt, ja, die Katzen haben auch schon Schiss. Jetzt würde ich erstmal einen Cut machen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir kurz vorm Runtergehen sind oder wenn wir von unten hochkommen. So, wir haben jetzt gerade lecker angestoßen mit Wobby Bubble und Sekt. Draußen knallen sie schon. Es ist jetzt 0 Uhr und 2 Minuten, 3 Minuten, keine Ahnung. Ich wünsche euch allen froh und gesundes neues Jahr. Ich mache gleich auch noch live. Jetzt gehen wir erstmal runter und böllern ein bisschen. Dann mache ich live kurz. Also um allen natürlich ein frohes neues Jahr zu wünschen. Und dann machen wir noch Bleigießen. Also ein Video mache ich noch. Bis gleich.